Stage Dive! Attacke! Das ist ein Bosskampf. Deswegen kann man hier wohl auch nichts sammeln. Ich bin gespannt, die Bosskämpfe waren immer recht lustig. Das sieht aus wie ein mega Cyber-Mechanic Drumstick-User. Also ein Schlagzeuger halt. Auf Querbeet genannt. Okay, all ihr blutrünstigen Irren. Klatscht in eure kleinen Patschehände für Rocket Head! Yeah! Rock'n'Roll! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Meine Beats werden euch umhauen, Bandicoot. Du ruinierst mir mein Solo. Aufhören, aufhören, yes. Aufhören! Von meinem Hof, was ist los? Gotcha! Doch, Mann, aber nicht auf deinen. Boah. Ich weiß gar nicht, ob das immer dieselben sind oder ob das random ist, was da rauskommt aus seiner Death Metal Box. Ich glaube, das ist random. Aber die Idee ist nice. Ist jetzt nicht wirklich schwer momentan. Wenn ich nicht dumm bin, dann schaffe ich das auch. So, und jetzt wieder hin. Nein! Keine Beute. The show must go on! The show must... Jetzt sind es drei, okay. Uah! Uah, krank! Puh, das wird richtig schwer. Okay, okay. Da kommt er und bam, Alter. So. Jetzt gibt's nochmal den vorletzten Klatscher in dein Gesicht. Ihr versteht es nicht. Oh, noch einmal, Freunde. Wieder. Wie gemein ist denn das bitte? Ah, shit. Na, nee. Meine Nase juckt. Ah! Shit, damn it, man. Ah. Ja, da hinten kommt er raus. Letzter, nice. Okay.
Okay, wie komme ich da jetzt hin? Ah ja. Gar nicht. Geh halt da hoch. Ah, scheiße. Dann wird auf die harte Tour. Nochmal. Muss schneller sein. Wie unfair. Mann! Okay, jetzt stehe ich auch noch vorne, das ist ganz gut. Jetzt hat. So. Meine schöne Schöpfung. Naja, man muss aber jetzt dem mal einen kleinen Prop rausgeben. Die Maschine wäre auf jedem Metal-Konzert der Hammer. Warum gibt's sowas nicht? In the reality. Die kenne ich, die Maske. Das ist die, wo man sich über Schluchten bewegen kann. Mit langen Drehen. Habe ich in dem Testvideo gesehen. So sieht's aus. Ruf der Beute. Jetzt kommen die Piraten auf der Karabinen. Ich bin gespannt, was jetzt gleich noch auf uns zukommen wird. Einfacher wird's wahrscheinlich nicht. Die Ladezeit nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt, für das, dass die ersten ein, zwei Level so flüssig waren. Aber gut, das tut jetzt dem Spiel Spaß nichts ab, nicht wahr? Vor allem kommt ein Ladebildschirm für einen Ladebildschirm, der dann nochmal lädt. Um dann jetzt das Bild zu zeigen. Okay, die machen Huckepack-Schwertkampf. Es redet halt auch keiner mit mir. Was sind denn die ganzen schönen Filmsequenzen hin? Okay. Hart, aber fair. Aha, warum ist es? Was? Also manchmal frage ich mich echt, ob sie mich verstrahlt haben. Ist das nah? Jawohl, das wollte ich, dass er den kaputt macht. War tatsächlich ein bisschen geplant, auch wenn es nicht immer so aussieht, dass ich irgendwas plane. Dieses Spiel so sehr. Also, ob ich der Einzige bin, der so scheiße ist in dem Spiel? Aber es ist lustig. Ich muss es spielen. Es gibt aber nur ein Level, das ist die Krönung und das ist...
das Hängebrücken-Level aus Crash Bandicoot 1. Das ist die Krönung der Schwierigkeit an Crash Bandicoot-Leveln. Und ich bin halt auch ein Idiot. Da hätte ich hochhupfen können. Ich bin halt auch so einer, ich falle halt auch mehrmals auf dasselbe Ding rein. Kommt halt noch dazu. Da ist eine Maus. Boah, wie geht der ab? Was ist das denn, Alter? Ist das nicht Pirates of the Caribbean Teil 5? Wo dieser Oktopusmann vorkommt. Die sind so hart. Ja, ja, ja. Piu, piu, bam, bang. Aber jetzt können wir wenigstens den Pfeil nochmal probieren. Okay, eins. Zwei. Ah, wusste ich's doch. Dass da oben was ist. Nie umsonst eine Pfeilkiste. Okay. Schnell weg, weil da Feuer. Sag mal. Puh. Kann ich da was kaputt machen? Nee. Wenigstens kann man nicht mehr Äpfel wegkicken oder Wumpas. Das ging früher, da konntest du die wegkicken, wenn du dich vor einem Apfel gedreht hast. Dann hast du die weggekickt und dann hast du sie nicht bekommen. Das war auch voll dumm. Diese Mechanik haben sie weggelassen. Da ist schon wieder so ein Retro-Tape, das ich nicht nehmen kann. Yeah, slide the machine. Ah, okay. Hoppa. Okay, er hupft einfach gar nicht rüber. Kann er auch machen. Hoppala. Ups. Ups. Nochmal. Ja, genau. So, nochmal. Hoppa. Schon wieder alle Funktionen, die er kann, vergessen mit dem Schwingen und so. Mist. Da war irgendwas, habt ihr das gesehen? Da unten rechts hätte ich irgendwas tun können. Wow. Ah! Was sind das für welche? Genial. Warte! Das war bestimmt der Mr. Crabster. Schau, das sind. Da sind Kisten, aber die kann ich nicht. Ich schwör dir, der war das. Der macht. Okay, Blümchenunterhose an, die muss man treffen. Und trotzdem verliere ich Leben. Oh, da ist eine Rotter. Mhm. So, hier gibt es schon wieder zwei Wege, das irritiert mich. Ich gehe den. Da muss man gucken. Wenn das TNT losgeht, ist nämlich alles Fuchikato. Fuchikato. Alter! Scheiß doch deine Wand an.
Was ist, wenn ich da lang gehe? Es ist gemein, dass man dann da zwei Wege hat. Wie soll man denn alle Kisten bekommen, wenn man zwei Wege gehen muss? Ja, genau. Mal gucken, was die da eigentlich machen. Hä? Muss ich da von oben? Ich check nicht, wie ich die töten muss. Geh da lang, das war einfacher. Ah, komm schon, Mann. Also irgendwann wird es dann auch mal nervig. Wir haben an dem vorbeigelaufen. War so auch nicht geplant. Warten. Nicht, dass das dann absackt und ich nicht am Start bin, weißt du? So. Mach mal hier den da. So. Wie besiegt man die? Oh, was bist denn du? Die Frage ist, kommen diese Stützdinger eigentlich wieder oder sind die dann für immer verloren? Ich sehe den doch nicht! Krass. Das ist doch rückwärts fast nicht mehr machbar. So, hier ist was Bonusmäßiges, aber andere Farbe als sonst. Trotzdem. Ich hab schon gesehen, das sah schon wieder, das sieht schon wieder so völligst unmöglich aus, was da los ist. Mit dem Nitro da drin. Und da unten zwei. Frage ist, wenn ich den da unten, wenn ich jetzt in der Mitte drauf hoffe, komme ich dann auch nochmal da hoch? Ich vermute nämlich nicht. Deswegen glaube ich, muss ich erst dahin, dann dahin und dann da drüber. So. Was ich jetzt machen muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, genau. Das war das jetzt, was ich schon befürchtet hatte, aber ich probiere es nochmal. Merkwürdig. Kriege ich denn die goldene Apfeltruhe da? Boah! Ah, Zandimeter! Normal! Die Bonuslevel sind echt knackig. Früher waren die wesentlich einfacher. Toys for Bob! Hat das gemacht. Da saß einer und dachte sich, die fick ich alle. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich da machen soll, dass ich das da so... Na, vielleicht komme ich da noch hin. Ah! Warum sprengt denn die Kiste das nicht? Wie soll ich denn das machen? Boah, das ist jedes Mal Herzinfarkt. So, wie... Der macht die Kiste da nicht kaputt. Das ist für meinen Lebensstil schon mal schlecht, würde ich jetzt mal behaupten.
Also manchmal echt gehöre ich mich so bestraft für solche Aktionen. Also ich denke das voll durch und plane das und so ein Bullshit macht einfach alles kaputt. Die Deutschen, die machen alles kaputt. Jetzt hat, zack. So, das lasse ich mal so. Jetzt rutscht das eins runter, warum auch immer. Ich gehe mal da ein bisschen mehr an den Rand. So. Okay. Ich muss auf jeden Fall die Nitro-Kisten mal wegbekommen. Sonst glaube ich, wird das hier gar nichts. So. Weiß ich bloß nicht, ob das, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Ah, doch. Das könnte. Oh, der rutscht, der Depp! Der sollte eigentlich nur da drauf hupfen. Yes! So, und was war jetzt hier noch? Ist kaputt, alles klar, passt. Es sind jetzt noch zwei Kisten, die am Leben sind. Und das sind die beiden da. Jawollek! Leute, geschafft ist geschafft. Dreimal Hosenträger, 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 Hosenträger. So, das sieht schon wieder unmöglich aus. Für meinen Geschmacks. Oh, das geht in die andere Richtung. Wirklich, es gibt so Momente, da ist einfach vorbei bei mir. Weißt du? Da kann ich dann auch nichts mehr dran ändern, dass das einfach kaputt ist. Das habe ich aber. Uah! Ich sehe es noch und. Das habe ich aber gesehen. Da rechts, guck mal da unten. Da fahren so Dinger. Oder ein Ding. Das hätte ich gern. Wo ist es? Hallo? Da. Ich weiß zwar nicht, wo uns das hinfährt, aber. Yeah, versteckter Edelstein. Nice. Okay, okay. Sie Mr. Krabs! So, was geht denn hier ab? Sag mal, sind die alle irgendwie ein bisschen bekloppt? Aha. Das ist wahrscheinlich die Truhe. Warum kann er denn nicht schwimmen? Kann man doch lernen. Muss ich jetzt den Edelstein auch nochmal holen? Vermutlich, ja? Nein, ah, toll. Voll umsonst diesen Weg. Das Schicksal ist gewählt. Wenn man das mal ein bisschen übt, dann funktioniert das tatsächlich ganz gut. So, diesmal mit Geduld. Und zwar so. Okay, ich sehe. Oh. Darf das gar nicht sagen, sonst werde ich gebannt. Jetzt wollte ich wieder cool sein und hab's versemmelt. Weil der in den Speedrun, der ist so krass, ohne Scheiß. Stirb. Nein, muss ich nicht, gell? Muss ich nicht mehr zu der Kiste. Oh, ich schwitze schon vor lauter Anstrengung. So viel Konzentration hatte ich damals in der 5. Klasse. Uah! Oh Mann! Spyro, hätte ich fast gesagt. Was ist denn das immer?
schwör's euch, ich mach das nicht mit Absicht. Ich meinte es voll ernst, was hier passiert. Achso, doch, doch. Wo muss ich schon hin? Die brauche ich. So. Ich will doch einfach nur diese blöden Kisten da haben. Warum ist es mir nicht gegönnt, die zu besitzen? Oh Mann. War denn das jetzt so schwer? So. Jetzt hupfe ich direkt da in die Mitte rein. Zack. Der war kein Problem. Der war easy going tot. So, jetzt müssen wir darüber. Okay. Warum ist denn hier nochmal ein Checkpoint? Das gibt's ja gar nicht. Checkpoint, nicht Checkpoint. Mein Gott. Alles lässt nach. Mein Gehirn, meine körperlichen Funktionen. Bumm, Schakalaka. Ich finde es so lustig, wie die da aufeinander sind. Assa. Uah! Kacke, das war zu weit nach rechts. Weg da, Krusty Krab. Okay. Das ist gut, das ist gut. Okay, zumindest für die einen drei Kristalle. Und den versteckten haben wir auch. Also so schlecht war es gar nicht. Nice. Kann man drauf aufbauen, auf der Leistung. Ich würde jetzt da jetzt, also ich würde es eigentlich niemandem zeigen, aber mein Gott, was soll's. Ist Wurst. Geschafft ist geschafft, nicht wahr? Wir wollen ja die Maske haben, darum geht's ja. Und die holen wir uns nach diesem Level.